Ja, Leute, wie ihr vielleicht an hier und hier erkennen könnt, falls ihr es erkennen könnt, und an hier, Wingardium Leviosa, bin ich ziemlicher Harry Potter-Fan. Und das ungefähr seit ich 9 Jahre alt bin. Denn da habe ich zum ersten Mal, glaube ich, so richtig bei meinen Eltern wahrgenommen, dieses Buch, was da rumstand. Und dann habe ich zu meiner Mutter gesagt: Hey, kannst du uns eigentlich mal dieses Harry Potter vorlesen? Ich hatte keine Ahnung, was das ist, habe nur davon gehört gehabt und wollte das halt auch mal jetzt lesen. Und sie hat es uns vorgelesen und ich weiß noch genau, wie an dem Abend mein Papa nach Hause gekommen ist und wir haben ihm gesagt: So, hey, wir lesen jetzt Harry Potter. Und er so: Oh, cool, seid ihr schon, ist schon Hermine vorgekommen? Und ich so: Was ist Hermine? Das ist so geil, ich erinnere mich da noch so. Das ist so ein nostalgischer Gedanke, irgendwie, wenn ich daran denke. Und ich weiß noch, wie ich echt ziemlich schnell, ziemlich im Bann von Harry Potter war. Ich kann da heute gar nicht mehr so einen Finger drauflegen, was mich da von Anfang an so begeistert hat. Mich hat es voll begeistert. Meine Schwester hat immer mit zugehört. Sie fand es, glaube ich, so ganz cool, weil sonst hätte sie es gar nicht mit zum Ende immer zugehört. Sie hat auch alle 7 Bände bis zum Ende mitgelesen, aber danach, glaube ich, hat sie es nie wieder gelesen und glaube ich, weiß gar nicht, ob sie die Filme alle gesehen hat, nur die ersten paar vielleicht. Aber mich hat es dagegen total gefesselt und ich weiß noch, wie ich in der Schule damals, so in der Grundschule, dann irgendwie immer über den Pausenhof gelatscht bin und irgendwie irgendwelche Szenen nachspielen wollte. So, es hat mich irgendwie einfach total begeistert und ich weiß gar nicht so genau warum. Vielleicht ist es tatsächlich so dieses Klischeehafte, es hat mir irgendwie so eine Zuflucht gegeben. Ich habe mich halt irgendwie gerne so in diese Fantasy-Welt rein vertieft und vielleicht hat es mir wirklich so eine Zuflucht auch irgendwie gegeben. Kann man so sehen, vielleicht war es so, vielleicht war es auch nicht so. Jedenfalls habe ich mich letztens mal gefragt, warum begeistert mich das denn eigentlich heute noch so? Also, ich meine, das Ganze ist jetzt. Ich bin jetzt 23, also 14 Jahre her, und ich hör die Hörbücher immer noch hin und wieder mal so an und schaue einmal im Jahr diesen Harry Potter Marathon, wo wir alle Filme am Stück schauen. So, warum eigentlich? Weil die Geschichte kenne ich ja mittlerweile. Ich glaube, da ist mittlerweile echt so ein ganz großer Nostalgiefaktor dabei, weil jedes Mal, wenn man so ein Buch aufmacht oder dieses Hörbuch anhört, ist das einfach wie nach Hause kehren. Das ist so ganz, ganz faszinierend. Und das liegt bestimmt auch zum Teil daran, weil dieses Nachhausekehren eben auch in Harry Potter so ein ganz großes Thema ist. Ich meine, das ist das allererste, was Harry fühlt, wenn er nach Hogwarts kommt. Dass er nach Hause gekommen ist. Bei den Dursleys war er nie zu Hause so. In der Zaubererwelt, in der magischen Welt, in Hogwarts, da wo auch seine Eltern waren, da ist er zu Hause, da hat er seine Freunde und das ist so für ihn der Place to be und so ein bisschen hat man das halt jedes Mal, wenn man in diese Harry Potter Geschichte eintaucht. Das zeigt sich ja auch durch diese Häusertests, wo man sich dann zugehörig fühlt. Was tatsächlich bei mir dieses eine Ding ist, womit ich mich gar nicht identifizieren kann. Ich fand das immer komisch, mich in ein Haus zuzuordnen. So, keine Ahnung, dafür fand ich diese Beschreibungen von den Eigenschaften der Häuser immer ein bisschen zu schwammig, keine Ahnung, so. Man hat doch von allem irgendwie ein bisschen was, wisst ihr, wie ich meine? Keine Ahnung. Aber Harry Potter ist, glaube ich, für alle so ein bisschen dieses Nachhausekehren und so ist das halt für mich auch, so dieses Nostalgische und wie das, was ich vorhin erzählt habe, so. Und auch, dass man hört das Hörbuch und kann sich direkt wieder an irgendwelche anderen Situationen von früher erinnern, als man dieses Hörbuch immer gehört hat. Wie ich damals mit 12 mit meinem MP3-Player irgendwie rumgelaufen bin und dieses Hörbuch gelesen von Rufus Beck angehört habe. Es ist schon nostalgisch. Ich erzähle jetzt von meinen Gefühlen, meiner Bindung zu Harry Potter einfach deswegen, weil ich glaube, dass es sehr, sehr vielen Fans so geht und weil ich glaube, dass man das unbedingt beachten sollte, wenn es um eine zukünftige Serie zu Harry Potter geht. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Tim und ich lade dich auf diesem Kanal alles rund um Bücher und Geschichten hoch. Wenn dich das interessiert, dann klick doch gerne auf Abonnieren und vergiss nicht, die Glocke zu aktivieren. Damn it, ich glaube, das war ungefähr die längste Anmoderation, die ich jemals gehabt habe in einem Video. Ich hoffe, jetzt der Rest von dem Video wird nicht zu lang. Wobei, ich habe das Ganze geskriptet. Ich hatte schon mal ein Video aufgenommen, wo ich frei Schnauze gelabert habe. Das hatte zu wenig roten Faden, deswegen habe ich mir anhand dieses Videos dann so ein bisschen ein Skript geschrieben, wie, was ich jetzt dazu labern will. Das habe ich jetzt hier liegen, also wundert euch nicht, wenn ich immer mal wieder ein bisschen runterschaue. Genau, den Punkt, hallo, mein Name ist Tim, habe ich jetzt abgehakt. Ja, es wurde jetzt tatsächlich bestätigt, eine Serie zu Harry Potter kommt. Die Gerüchte waren schon länger da, es wurde schon länger darüber diskutiert und man wusste nie so richtig, was würde das denn für eine Serie werden. Die Fans haben sich dann immer so gedacht, das wird doch bestimmt eine Vorgeschichte der Hogwarts-Gründer oder die Kindheit und Jugend von Snape oder die
Rumtreiber zu ihrer Zeit in Hogwarts, aber nein, es wird ein Remake. Also die gleiche Geschichte nochmal, nur in Serienform. Meine Güte, ist das bescheuert. Und mal abgesehen davon, ist es überhaupt schon an der Zeit für ein Remake? Heilige Scheiße, also was ist denn ein Remake bitte? Wann macht man ein Remake? Ja dann vielleicht, wenn man einen Film hat oder eine Filmreihe, die völlig altmodisch wirkt, wo man sich heute denkt, ach du Scheiße, das kann man sich ja nicht mehr geben und man das einfach ein bisschen moderner machen will, damit auch Leute, die heute jung sind, das Ganze noch nicht kennen, diese Geschichte, die vielleicht ganz cool ist, nochmal genießen können, ohne sich denken zu müssen, ach du Scheiße, wirkt das altmodisch so. Bei manchen Sachen wird das Sinn machen, bei manchen weniger, aber bei Harry Potter ist es einfach nur fehl am Platze, weil dieses Ding Harry Potter wirkt doch nicht altmodisch. Das ist ja eigentlich total gut also ich will nicht mal sagen gut gealtert, weil das Ding ist nicht mal gealtert. Der letzte Film, 2011, also gerade mal so ein bisschen mehr als 10 Jahre her, da kann man noch nicht davon sprechen, dass das Ding irgendwie aus der Zeit gefallen wirkt oder eben, ja, keine Ahnung, schlecht gealtert ist oder so. Außer man hätte eine grundlegende Änderung. Irgendeine neue Idee, irgendwas, was das Ganze grundlegend anders machen würde. Wie zum Beispiel, das Ganze nicht in Filmform, sondern in Serienform zu machen. Das fände ich dann ganz cool, weil das bietet ja eigentlich eine gute Chance, bisher nicht Gezeigtes zu zeigen oder bisher Verkacktes wieder gut zu machen. Nur um ein paar Beispiele zu nennen. Peeves aus den Büchern ist in den Filmen nie vorgekommen. Das ist nur so ein Running Side Gag, aber eigentlich wäre es ganz nett so. Oder die Backstory von Voldemort ist im 6. Film einfach so viel zu kurz geraten. Das ist super schade. Oder für was verkackt wurde, bestes Beispiel, Genie so. Die ist in den Filmen, in den Büchern einfach so eine taffe junge Frau und irgendwie so eine coole Socke und in den Filmen halt nicht! Außer in dieser einen Szene im 6. Teil, wo Harry auf dem Quidditch-Feld steht und diesen Haufen von Bewerbern vor sich hat und einfach nur so ist, könntet ihr bitte mal leise sein und zuhören? Und dann kommt Ginny und sagt, Schnauze jetzt! Das war diese eine coole Szene mit Ginny, wo ich mir gedacht habe, das bräuchten wir mehr. Und dafür hätten wir jetzt in dieser Serienverfilmung eine Chance, weil da hast du dann nicht für jedes Buch irgendwie einen Film, den du auf 2 Stunden pressen musst, sondern vielleicht eine ganze Staffel, die dann eher 10 Stunden hat oder so. Das wird doch unglaublich viele Chancen bieten. Natürlich wäre das Ganze extrem gewöhnungsbedürftig, weil die bisherigen Harry Potter Filme sind ja nicht einfach nur irgendwelche Filme, die man mal gesehen hat. Die haben halt einen krassen Kultstatus und gerade so krasse Harry Potter Fans haben die halt dutzende Male gesehen. und da hat man sich schon sehr krass an alles daran gewöhnt. Von der Musik angefangen, von den Bildern, von der Erzählweise bis hin zu den fucking Schauspielern. So, ey, ich will mal gar nicht davon reden, dass wir bei einer neuen Verfilmung andere Musik hätten. So, wir hätten andere Schauspieler. Stellt euch bitte mal vor, Harry ist nicht Daniel Radcliffe und Hermine ist nicht Emma Watson und Hagrid ist nicht Robbie Coltrane, so, das kann man sich nicht vorstellen. Das ist nicht nur ein komischer Gedanke, also ich persönlich kann es mir einfach nicht vorstellen. Das will nicht in meinen Kopf rein, das wirkt so abstrus. Und dann schon allein angefangen von dieser Erzählweise, das Ganze mal nicht als einen Film zu sehen, sondern in einer Serienform. Schon allein das wirkt total fremd und komisch für dieses Franchise, was ich so lange schon kenne und liebe, was sich so zugehörig zu mir anfühlt und dann fühlt sich das alles so fremd an. Aber ich meine, Kunst, dafür muss man offen sein. Und das kann auch mal anders interpretiert werden. Und das ist alles nur Gewöhnungssache. Gewohnheit kann extrem krass und stark sein, so. Aber manchmal muss man die vielleicht auch einfach mal überwinden. Und dann könnte das, glaube ich, ganz schön spannend werden. So, viele meinen aber ja nun, das ist total langweilig, die gleiche Geschichte nochmal zu sehen. Es wäre doch viel interessanter, mal zum Beispiel die Zeit der Rumtreiber, während sie in Hogwarts waren, verfilmt zu sehen. Aber da schreitet für mich das von mir so genannte Star Wars Prequel Phänomen oder Problem ein. Denn, ja, ihr wisst wahrscheinlich, worauf ich hinaus will. Star Wars, die originale Trilogie 4, 5 und 6, sind krass
geile Filme so. Ich glaube, da sind sich alle, zumindest Star Wars Fans, einig. Das verbindet alle Fans von Star Wars. Jeder findet die originale Trilogie geil, weil die sind halt geil. Das sind krasse Filme mit einer krassen Mystik auch und diesem krassen Bösewicht Darth Vader. So motherfucking evil, einfach nur böse und schwarz und grausam so. Das ist geil. Und dann haben sie sich halt 20 Jahre später scheinbar gedacht, hey, wäre doch jetzt mal spannend, die Vorgeschichte von Darth Vader zu zeigen, wie seine Jugend war und wie er zu dem geworden ist, der er geworden ist. So, das wäre doch mal spannend. Und die Fans hatten natürlich krasse Erwartungen. Und ja, dann sind die Prequels gekommen, wie wir sie kennen. Und ja, sind wir mal ehrlich, also ich bin ein Kind der Prequels. Ich finde die Prequels jetzt nicht so scheiße wie andere. Aber sind wir mal ehrlich, die Prequels haben schon auch ziemlich viel kaputt gemacht. Denn Darth Vader brauchte keine Vorgeschichte. Er hätte sie nicht kriegen dürfen. So, weil Darth Vader ist böse und einfach nur undurchdringlich. Wir hätten niemals erfahren sollen, dass er dieser weinerliche, pubertierende Junge ist, der sich einfach nur missverstanden fühlt und denkt, die ganze Welt ist gegen ihn. Das ist einfach nur lächerlich, so wenn man mal drüber nachdenkt. Und macht diesen Charakter eben auch so ein bisschen kaputt. So, es wäre viel besser gewesen, wenn man diese Vorgeschichte gar nicht erzählt hätte. Weil wenn es sie wirklich gebraucht hätte, dann hätte man sie auch von Anfang an erzählen können. Versteht ihr, wie ich meine? Die Star Wars Filme haben auch erstmal 20 Jahre lang komplett für sich alleine funktioniert. Und genauso hat auch die Harry Potter Geschichte jetzt 20 Jahre lang oder wie lange auch immer für sich alleine funktioniert. Man braucht keine Vorgeschichte. Und ich glaube, ich wette, das Gleiche würde passieren, wenn du jetzt die Gründer von Hogwarts entmystifizieren würdest. Oder die Vorgeschichte von Snape oder die Vorgeschichte der Rumtreiber. So. Das sind alles so Dinge, die angeteased wurden in der Geschichte, wo jeder jetzt so seine eigenen Bilder und ausführlicheren Geschichten im Kopf hat. Aber jetzt sowas von einem großen Konzern ausgedachtes, würde das Ganze wahrscheinlich einfach nur kaputt machen. Stand jetzt ist Snape einfach so dieses krasse Arschloch, was einfach nur asozial ist und Schüler mobbt und hat am Ende so diesen kleinen Lichtschimmer gekriegt. Oh mein Gott, aber er hatte halt diesen Crush auf Harrys Mutter, so was dem Ganzen so eine Tiefe gibt, so eine Dreidimensionalität, was natürlich Snapes Verhalten niemals entschuldigt, aber dem Ganzen so eine Erklärung bietet. Und auch diesen Lichtblick hatte auch Darth Vader so am Ende von Episode 6. Aber Darth Vader hat eben, was Darth Vader kaputt gemacht hat, viel zu viel Backstory gekriegt. Und ich will nicht, dass Snape diese Backstory kriegt. Ich will auch nicht, dass die Rumtreiber diese Backstory kriegen. Ich will auch nicht, dass die Gründer von Hogwarts diese Backstory kriegen. Bitte lass das. Bitte lass die Finger davon, weil das brauchen wir nicht. Das brauchen wir nicht nur nicht. Das sollten wir auch nicht kriegen. Wenn, dann sollte man was komplett Neues erzählen. Etwas, was in der Harry Potter Geschichte einfach noch gar nicht angedeutet wurde. Das Mystische, was wir so leicht kennen, das sollte man einfach mystisch behalten und nicht entmystifizieren. Wenn, dann was Neues. Denn, und jetzt kommt der nächste Star Wars bezogene Vergleich, The Mandalorian Effekt. Das ist ja das Witzige. Die ganzen weiteren Geschichten von Star Wars, die so erzählt wurden, finden die meisten gar nicht mal so geil. Aber The Mandalorian finden eigentlich ziemlich viele zumindest mal okay, wenn nicht sogar ziemlich gut so. Und woran liegt das wohl? Ja, weil The Mandalorian einfach was komplett Neues ist. Das ist nicht irgendwie Lichtschwertgeschwinge und Luke Skywalker und Obi-Wan Kenobi und was weiß ich, sondern das ist was Neues, was man einfach noch gar nicht kennt. Was so vielleicht ein bisschen angedeutet wurde, was man ein bisschen kannte, so Mandalorianer. Je nachdem, wie tief du halt in der Materie schon drin warst vorher. Aber an sich ist es was Neues, so mit kleinen Easter Eggs, kleinen Anspielungen. Sowas bräuchte man, wenn dann, bei Harry Potter. Aber nicht mal das bräuchte man. Wenn ich jetzt also sage, dass wenn dann das Ganze möglichst wenig mit der Originalgeschichte zu tun haben sollte, dann wäre doch quasi ein Remake, was alles mit der Originalgeschichte zu tun hat, komplett ein Schuss in den Ofen, oder? Tatsächlich bin ich da dem Ganzen irgendwie weniger abgeneigt. Und ich glaube, das ist deswegen, weil da die Geschichte einfach die gleiche bleibt. Man würde das Ganze nicht kaputt machen dadurch, dass man irgendwas Komisches dazu dichtet und dazu erfindet, was vorher nicht da war. Man würde einfach die gleiche Geschichte nochmal erzählen, aber auf eine andere Weise. Und das klingt für mich halt einfach interessant. Es kann gut werden und spannend, das Ganze mal in einer neuen Interpretation zu sehen, eine andere Interpretation. Wenn man mal ehrlich ist, sind ja die originalen Filme ja auch nur eine Interpretation von ein paar Leuten von diesen Büchern. So,
man vergisst das, weil diese Filme für uns so selbstverständlich sind. Man denkt so ein bisschen, diese Filme sind das Wahre. Aber das sind einfach nur von ein paar Dudes so, die sich gedacht haben, so, das ist halt jetzt unsere Sicht, wie die Filme aussehen müssten. So, es könnte auch ganz anders gelaufen sein. Und bei dieser Serie wäre es auch mal interessant zu sehen, wie es jemand anderes sieht. Es kann natürlich auch verkackt werden. Und das ist gar nicht mal so unwahrscheinlich. Denn dahinter sitzt nicht irgendwie eine Gruppe von 5 Vollblut-Fans, die einfach diese Vision im Auge haben und kein Geld damit verdienen werden. Nein, dahinter steckt halt ein riesiger Konzern, der fucking Dollarzeichen in den Augen hat. Diese Geschichte wird von Sesselfurzern ausgeschmückt werden, die damit Geld verdienen wollen und die damit viel Geld verdienen wollen. Und das kann das Ganze natürlich kaputt machen. Aber es kann zumindest ganz interessant werden. Und bei Kunst muss man halt zumindest mal, wie gesagt, offen und flexibel sein. Und wenn es halt nicht gut wird, dann kann man es immer noch ignorieren. Es hat die originale Geschichte wahrscheinlich dann nicht kaputt gemacht durch irgendwas komisch Hinzugefügtes, was das bisherige irgendwie entmystifiziert. Das Einzige, wovor ich dann so ein bisschen Angst hätte, wäre, dass ich mir denken müsste, toll, alle jungen Leute, die jetzt dazukommen, kennen halt gar nicht mehr das Alte, sondern nur noch das Neue. So. Aber das, selbst das wäre ja nicht mal mein Bier. Das wäre dann deren Bier. Und wenn die das cool finden, dann kann es ja für sie auch cool sein. Für mich würde das ja keinen Unterschied machen. Braucht es diese Neuverfilmung? Nein, tut es nicht. Denn die alten Filme, sage ich jetzt mal, die funktionieren noch ganz genauso gut wie vorher. Es ist höchstens ganz interessant, diese neue Verfilmung zu sehen, aber man muss sich halt auch mal klar machen, egal wie viel diese Serie jetzt aus den Büchern zeigen würde, selbst wenn sie jede Seite von jedem Buch Wort für Wort verfilmen würde, dann würde das trotzdem nicht an die Bücher rankommen. Weil die Bücher und diese Geschichte einfach zu einem so großen Teil durch unsere Nostalgie und die Bedeutung der Geschichte für unser Leben lebt. Nicht durch jetzt noch eine weitere Verfilmung. Das müssen wir uns behalten. Wir dürfen uns jetzt nicht die Hoffnung machen, dass diese Serie, die da erscheint, so gut wird wie die Bücher. Auf keinen Fall. Die Bücher werden immer das einzig Wahre bleiben. Wenn man sich also die Frage stellt, sollte man diese Serie jetzt machen oder nicht machen, dann lieber nicht machen. Ich glaube, es kann ganz interessant werden. Ich würde mir nur wünschen, dass Geld nicht der Hauptgrund für die Realisierung dieses Projektes wäre. Neben all diesen rationalen Gedanken, die ich jetzt hier geäußert habe, wünscht sich mein Fanherz natürlich eigentlich nichts anderes als diese Serie herbei, die ich dann anschauen werde. Auch wenn sich mein Fanherz gleichzeitig wünscht, dass Harry Potter genauso unberührt bleibt, wie es bisher war. Mein Fanherz wünscht sich, dass diese Konzerne endlich mal aufhören würden, irgendwelche Franchises mit irgendwelchen bescheuerten Schönheits-OPs zu versehen, die nur dafür sorgen, dass das Original plötzlich schlabberig und alt und bescheuert und hässlich wirkt. Und dass es einfach nicht mehr das Alte ist. Was wir aber dennoch tun können und angesichts dieser kommenden Serie auch tun sollten, für unser eigenes Wohl, ist offen und flexibel auf das Ganze zugehen. Denn, seien wir mal ehrlich, anschauen werden wir es alle. Aber wir sollten offen und flexibel darauf zugehen, denn im Fall der Falle können wir das Ganze auch einfach ignorieren und im Herzen wissen, dass wir das Original niemals vergessen werden und dass das für uns immer das Original bleiben wird. Denn das kann uns keiner nehmen und erst recht nicht unsere emotionale Verbindung dazu, den Einfluss, den das Ganze auf unser Leben hatte und unsere Nostalgie. Puh, Leute, jetzt wurde das Ganze aber auch noch relativ kitschig am Schluss. Ich hoffe, damit habe ich nicht übertrieben. Aber ich glaube, so sehe ich das tatsächlich. Und jetzt würde mich mal interessieren, wie seht ihr das Ganze? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao. Habe ich viel gelabert, hey. Boah.